Herzlich willkommen zum Erklärvideo VR Profi Broker. Der VR Profi Broker ist Ihre neue leistungsstarke Plattform für Online Brokerage. Ihr direkter Weg zur Börse. Immer und von überall. Lehnen Sie sich nun zurück und schauen wir kurz, was Ihnen der VR Profi Broker bietet. Wenn Ihr Depot für Brokerage freigeschaltet ist, haben Sie in Ihrem Online Banking mit nur einem Klick Zugriff auf Ihr Depot. Sollten Sie noch nicht für Brokerage freigeschaltet sein? Sprechen Sie uns bitte an. Werfen wir nun einen Blick auf die Funktionen des VR Profi Brokers. Über die Funktionen in Wertpapiere und Börsen behalten Sie die Finanzmärkte stets im Blick. Ob Marktübersichten, Nachrichtenübersichten oder Chartsignale, dank VR Profi Broker immer bestens informiert. Über das Menü Order kommen Sie direkt zur Erfassung von Kauf- und Verkaufsorders. Auch Ihr Orderbuch können Sie hier direkt aufrufen. Über das Menü Depot können Sie sich Ihren Depotbestand, die dazugehörigen Umsätze und Analysen zu Ihrem Depot anzeigen lassen. Über das Menü Service haben Sie Zugriff auf das Multimedia Center, in dem Sie Videos und Informationen rund um das Wertpapiergeschäft finden. Über Newsletter können Sie den kostenlosen Börsen-Newsletter abonnieren. In der Sitemap haben Sie eine Zusammenfassung aller Funktionen des VR Profi Brokers und können sie von hier sofort aufrufen. Werfen wir nun einen Blick auf die Startseite des VR Profi Broker. Hier finden Sie eine kompakte Marktübersicht. Sie erhalten auf einen Blick die wichtigsten Aktienindizes mit leicht verständlichen Charts. Dank Pushkurse sind Sie stets aktuell am Markt. Wie Sie sehen, erfolgt die Aktualisierung der Kurse automatisch. Im unteren Teil der Marktübersicht haben Sie Zugriff auf Top-News, alle News und Analysen. Ebenso auf Börsentermine und HV-Termine. Aktuelle Chartsignale sowie die meistgeklickten Aktien runden die Marktübersicht ab. Richten wir nun den Blick auf einzelne Märkte, wie beispielsweise Deutschland. Hier sehen wir die wichtigsten Kursinformationen für den deutschen Finanzmarkt. Einen Überblick weiterer Märkte wie beispielsweise dem Devisenmarkt erhalten Sie mit nur einem weiteren Klick. Über den Reiter Devisen werden Ihnen die aktuellen Kurse der wichtigsten Währungen angezeigt. Blicken wir nun auf die Finanzmärkte und lassen uns im Menü Wertpapiere und Börsen die Marktübersichten anzeigen. Von Aktien bis Zertifikate. Von Deutschland bis Asien. So umfangreich die Finanzmärkte, so umfangreich die Marktübersichten des VR Profi Brokers. Über die interaktive Weltkarte gelangen Sie zu den wichtigsten Aktienmarktinformationen eines Landes. Nehmen wir beispielsweise Deutschland. Das angezeigte Factsheet liefert ausführliche Detailinformationen und aktuelle Kursdaten. Schauen wir weiter. Weiter unten werden aktuelle Nachrichten und die Stammdaten angezeigt. Über die Derivate-Suche können Sie auf ein breites Spektrum an Wertpapieren zugreifen. Von Aktienindexanleihen über Garantzertifikate bis zu Optionsscheinen. Zu jedem Wert informiert Sie das Factsheet effizient und zielorientiert. Lassen Sie sich nun die Arbitrageliste anzeigen. Über den Reiter Arbitrageliste sehen Sie die Kurse der verschiedenen Börsen. Weiter geht es mit den Charts. Hier haben Sie umfangreiche Möglichkeiten, Charts abzufragen oder selbst zu erstellen. Unter Kennzahlen werden Ihnen gleitende Durchschnitte und Kurskennzahlen angezeigt. Über den Reiter News bleiben Sie zu dem im Factsheet angezeigten Wert immer bestens informiert. Zu dem im Factsheet dargestellten Wert, beispielsweise dem DAX, werden über den Reiter Derivate dazugehörige Zertifikate oder Hebelprodukte angezeigt.
Turbos, Mini-Futures und Optionsscheine werden auf dem Reiter Hebelprodukte angezeigt. Rufen wir nun ein neues Factsheet über die Wertpapierkennnummer auf. Im oberen Teil des VR Profi Broker befindet sich das Feld Wertpapiersuche. Geben Sie hier die Wertpapierkennnummer, ISIN oder den Namen ein. Sobald Sie mit der Eingabe beginnen, bietet Ihnen die Suchfunktion eine Vorauswahl an geeigneten Ergebnissen an. In unserem Beispiel soll die Deutsche Telekom ausgewählt werden. Für Aktien liefert das Factsheet weitere Informationen wie Analysen, Times and Sales und Chartsignale. Schauen wir uns die Analysen an. Kaufen, halten oder verkaufen? Mit einem Klick stehen Ihnen aktuelle Analysen zur Verfügung. Rufen wir als nächstes die Chartsignale auf. Hier sehen Sie die aktuellen Chartsignale für den im Factsheet angezeigten Wert, in unserem Beispiel die Deutsche Telekom. Erfassen wir nun eine Order direkt aus dem Factsheet. Wählen Sie zuerst den Börsenplatz aus, an dem Sie Ihre Order platzieren möchten. Entscheiden Sie nun, ob Sie kaufen oder verkaufen möchten. Im nächsten Schritt erfassen Sie die gewünschte Ordermenge. Anschließend legen Sie fest, ob Sie mit oder ohne Limit ordern möchten. In unserem Beispiel soll eine unlimitierte Order erfasst werden. Abschließend geht es über den Button weiter zur TAN-Eingabe. Nach Eingabe der TAN bestätigen Sie Ihren Auftrag durch Klick auf den Button Zahlungspflichtiger Auftrag. Ist die Ordererfassung erfolgreich abgeschlossen, erhalten Sie eine Bestätigung Ihres Auftrags. Die erfasste Order können Sie sich danach im Orderbuch anzeigen lassen. Im Orderbuch erhalten Sie einen aktuellen Überblick Ihrer Order. Hier können Sie jede noch offene Order ändern oder streichen. Kommen wir abschließend zum Thema Mobile Brokerage. Auch über mobile Endgeräte, wie Smartphones oder Tablet-PCs, ist das Brokerage verfügbar. Sprechen Sie Ihre Bank an und lassen Sie sich für Mobile Brokerage freischalten. Mobile Brokerage ist für jeden gängigen Gerätetyp verfügbar. Der Aufruf erfolgt über die App, Online-Filiale oder den Internetbrowser. Sie erhalten die App über die gängigen Stores. Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, dann lassen Sie sich durch Ihre Bank für das Brokerage und das Mobile Brokerage freischalten. Ihr direkter Weg zur Börse. Immer und von überall. Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit.